Willkommen zurück zu Divinity Original Sin 2. Wir befinden uns im Wolkentempel von Amadia, ganz hoch im Himmel, ein komplett separater Bereich. Und wir werden jetzt mal am Altar von Amadia beten. A bird flits in the background as you approach the altar. Laying your hand on the weather-beaten stone, you feel a gentle heat. A sense of warmth and peace fills you. Auf ein Knie sinken und ein Gebet an die Göttin wispern. The chirping of birds fades into the gentle, warm crackle of a wood fire. You're standing in an old cabin, the wood stained with age. Sitting in a rocking chair, bathed in moonlight, is Amadia. She's old now, withered and hunched, grey hair falling over failing eyes. She turns to you and dips her head, sending you on your way with a smile that warms your soul. The room fades, but Amadia's moon remains, now emblazoned on the altar before you. Okay, also, die erste Göttin, die mit dem Mond im Bunde steht. A bird flits in the background. A sense of warmth and... Gut, können wir hier noch irgendwas machen, hier oben? Wir müssen wieder nach unten. Ich denke mal, wir können uns hier nicht runter teleportieren. Mal probieren. Oh, das geht sogar. Ich bin ja immer wieder erstaunt, was es hier für Wege gibt, die man sich hier irgendwie erspielen kann. So, jetzt können wir auf alle Fälle hier rein. Ich weiß nicht, ist das so gedacht, dass man hier... Aber die Kugel hier ist immer noch zu. Wir müssen auf alle Fälle hier rüber. Aktivieren mal den Gegenstand. Und wir müssen offenbar nochmal einen aktivieren. Ah, jetzt, Moment, jetzt ist hier offen. Hä? Our defenses are breached. Must I kill you now? Okay, Ritter von Amadia ist weiblich. Oh, da ist auch der Diloris wieder. Hat er sich's überlegt und kommt doch nochmal. Unsere Verteidigungen sind durchbrochen. Muss ich euch nun töten? Es würde mich schmerzen. Wir sagen, dass sie von dir nichts zu befürchten hat. I am relieved. I greet you. I was. Amadia's chosen champion. She gasps and bows her head in deference. Forgive me. Please, I hold this boon. It is Amadia's. It should be yours. Sie fragen, was sie hier oben macht. Dient sie Amadia? I came to the council to learn to be divine. I failed. I'm not made to be pursued by evil. And that's what it means to be godwoken. Afterwards, I roamed the island, as did all we fallen knights. But my worst fears came true when the Black Ring came. I fled here. I made sure the temple was defended and went to the altar. I prayed to Amadia for help, but she did not answer. I'm not ashamed to say that I hid. There is untold evil in the world, and it has reached the island. It seeks the Godwoken who would be divine. I cannot bear it. Fragen, wo sie jetzt hingeht. Go? There is no go. I belong here. I was godwoken, but for all the evil in the world, I would not be divine. I did not search the world for the others of our kind. My place is here. Yours is inside the mountain. Apropos, sie sagen, dass du Amadias Altar suchst. Amadia's altar is at the highest point. Climb to the sky and you may find it. But be warned, Amadia rarely answers now. And when she does, she sounds unwell. May she speak to you with love. Na gut, den haben wir ja schon gefunden. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir hier nicht eine Abkürzung genommen haben durch das Teleportieren. She bows her head in deference and allows you to leave. Ich weiß ja nicht. Ich könnte mir vorstellen, normalerweise müssten wir hier außen rum, dann vielleicht hier so durch. Aber gut, soll mir auch ganz recht sein.
können uns ja nochmal umschauen, ob noch irgendwas hier von Nutzen ist. Ne? Und dass man dann quasi hier weitergeht, hier hoch zum Altar. Und da waren wir ja schon. Das heißt, wir gehen hier mal weiter. Ein Portal, das schauen wir noch nicht an. Das schauen wir uns zum Schluss an. Wir haben hier eine Pyramide. Amadia truly is the mother of all magic. The patron of all who use swords. Das ist ja mal seltsam. Ah, und da vorne ist ein Juwel. Und das Juwel können wir uns schnappen. Hier geht es aber auch nicht weiter. Damit wir das Juwel dann einsetzen. In den Kopf von Amadia. So, wo ist meine Pyramide? Dann müssen wir uns jetzt irgendwie, können wir hier hoch teleportieren, beziehungsweise wir können ja hier wieder rüber gehen und können quasi hier wieder hoch. Und bevor wir dann, können wir eigentlich gleich auch einsetzen. Ah, Moment mal. Kommen wir hier mit dem Portal hier rüber? Moment, bevor wir hier... Stopp. Was sind sie denn? Ah, die sind schon fast drüben. Okay, ich tippe mal, wenn wir hier reingehen, dass wir hier oben irgendwo rauskommen. Das sieht mir doch ziemlich gleich aus. Das heißt, das probieren wir zuerst mal. So, alle da. Und jetzt sind wir hier oben. Wunderbar. Oh, da sind immer noch die komischen Maschinen hier. Ja. Einfach mal durchlaufen. Wir aktivieren mal alles, was es hier gibt. Tja. Das weiß ich auch noch nicht. Hier haben wir auch noch mal so ein komisches Teil. Ah, Moment, hier öffnet sich quasi was. Dann hier oben noch. Ja, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe jetzt auf alle Fälle alle aktiviert. Ich kann die auch nicht mehr deaktivieren. Oh, habe ich jetzt die Wächter ausgeschaltet? Jedenfalls sind die nicht mehr da. Wir haben ein Portal geöffnet, das tiefer ins Innere des Tempels zu führen scheint. Oh, das hier, das wird doch nur wieder zurückführen. Okay, wir stecken erstmal das Juwel in den Kopf von Amadia. Und dann probieren wir das Portal nochmal aus. Before you stands a shrine, this statue of Amadia seems ancient. Die Hand ausstecken und den Edelstein in die Mulde zwischen Amadias Augen setzen. With the grating sound of stone upon stone, the statue of Amadia moves to one side, revealing a secret room. Jetzt geht es ja auch noch mal weiter. Okay. Ist das das Büro von Amadia? Stiefel, ein Helm. Oh, den Helm will ich unbedingt haben. Quellenkugel, Gold und Trank der Quallenhaut. Reflektierten Nahkampfschaden als Luftschaden verursacht, betäubt bei Kontakt. Okay, nö, ist offenbar wirklich nur was zum Plündern gewesen. Und jetzt schauen wir uns dann nochmal das Portal an. Der Dolores wieder. Steht er wieder hier ganz alleine hier drüben?
Gut, also Quellenkugel einpacken, dann identifizieren der Stiefel. Ja, schleichen und ausweichen und 126 Lebenspunkte. Ich würde fast eher sagen, die bekommt der Prinz. Ah, aber der hat jetzt, nee, bekommt er nicht. Er fordert Stärke 14, also die sind wirklich nur für uns dann, für Fane. Von der Rüstung her auf alle Fälle gut, aber die plus 2 Initiative, die finde ich schon ganz gut. Ne, die werden verkauft. Dann der Hut. Ah, erfordert Intelligenz 14. Da haben wir nur einen. Eine. 4 Intelligenz, 2 Verstand. Wow. Lose, du bekommst einen neuen Hut. Ich hoffe, der sieht gut aus. Ja, ich liebe es. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Wunderschön. So, wir haben immer noch das Juwel. Haben wir das nicht gerade eben eingesetzt? In den Kopf der Statue. Sehr seltsam. Und wir gehen mal durch dieses Portal. Ich gehe davon aus, wir kommen jetzt wieder auf der anderen Seite raus. Ja. Genauso ist es. Das heißt, wir sind hier soweit fertig. Wir gehen wieder zurück. Gehen hier drüben wieder runter. Und dann haben wir quasi den dritten Altar gefunden. Ich weiß noch nicht, wieso wir überhaupt die Altäre besuchen müssen. Was es mit der Sonne und mit dem Mond auf sich hat. Aber ich denke mal, das werden wir schon noch rausfinden. So, dann gehen wir nämlich hier runter. Und jetzt ist die Frage, machen wir schnell Reise? Nein, machen wir nicht. Wir müssen nämlich in dem Bereich zum Schattenprinz. Das heißt, wir haben wieder einen mühsamen Abstieg. Stylischer Hut, das muss ich schon sagen. Der würde auch gut zu uns als Skelettmann passen. So. Dann müssen wir nochmal hier runter. Und dann schauen wir mal hier durch, Mensch. Oh, da ist ja auch noch der Höhleneingang. Eiter Dautz, Mensch. Dann gehen wir zuerst in die Höhle, schalten das Licht an und gehen hier rein. Uralte Höhle heißt es hier. Naja, die ist relativ übersichtlich. Da, This is not quite the safest place I've ever been. Na, jetzt aber. We'd better find a way inside, before it all goes up in smoke. And us with you. Stellt euch nicht so an. Hier gibt es ja gar nichts. Hier gibt es noch Quellenpunkte. Und da können wir gar nicht drüber. Hier gibt es nur den Quellenpunkt. Da liegt noch einer. Aufschwellende Flammen für Pyrokinetik. Aber ansonsten, nö. Mehr nicht. Ich übersehe bestimmt irgendwas. Gut. Zum Schattenprinz müssen wir, weil ich glaube, das war die Quest mit dem Ifan. Eine Hose, naja. Hose ohne Eigenschaften.
Das Blut brauchen wir nicht. Wäre mal wieder Zeit, was zu verkaufen. Tempel von Zorl Stissa. Da ist der Altar. Ah, jetzt ist unsere Eigenschaft schon wieder weg. Sehr schade. Ich dachte, die wäre echt permanent jetzt. Bisschen Goldplünder noch, wenn das hier schon so rumliegt. The air is thick with heavy flakes of ash. The altar before you seems to radiate heat as you approach. Vor dem Altar niederknien und zu Zorl Stissa beten. There is a blinding flash and you are surrounded by flame. It licks your skin, enveloping you, but does not burn. Looking up, you see Zorl Stissa sitting on an ember throne, surrounded by faintly glowing stars. Her eyes are mocking and angry, but you can see that her scales are starting to flake and fall. She hisses that you have wasted your time. You are weak. Why are you here? She growls, claws digging into the smoldering charcoal of her throne. My champion will ascend. No other can overcome trial by flame. Tönen, dass du dich jeder Herausforderung stellen wirst, die sie zu bieten hat. You hear a punctuated hiss. The lizard is chuckling. There is no challenge, Godwoken. There is only flame. My chosen will overcome. The lizard slams her fist against her throne, sending embers flying. One of the stars above her ignites, wreathing itself in flame. The flames around you flare, and you're enveloped in an inferno. The fire rips through you, scorching your flesh and burning your clothes. The vision fades, leaving only the blazing fire, a glowing sun emblem on the altar, and the echoing laughter of a malicious god. Gut, dann haben wir jetzt dreimal Sonne, einmal Mond und ein Echsenbein. Lecker Schmecker. Mensch, Elfe. You are a priest of the kin. Your face raised to the sun. Your blood warming to the heat upon your skin. All is well. And then all is not well. Cries of war come from the shore, and death comes quick. Gut. So, wo müssen wir jetzt hin? Wahrscheinlich hier durch, könnte ich mir vorstellen. Oh, was ist das denn? Eine Echse? Aha. Ah, oder ist das hier die Quest von vom Roten Prinzen? Kann natürlich auch sein. Es wird gespeichert. Okay, hier unten. Nichts Besonderes. Oh, doch was Besonderes. Es lohnt sich wirklich, jede Ecke immer aufzusuchen. Überall ist was vergraben. Wieso wir brennen immer noch? Oh Mann. was machen wir denn da jetzt? Können wir dich segnen? Oh, Gott sei Dank. Na, Gott sei Dank, Mensch. Ich dachte schon, das wäre permanent. So, wir ruhen uns nochmal aus. Wer weiß, ob wir nicht jetzt kämpfen müssen. Und die beiden bleiben wieder außerhalb hier. Ihr bleibt hier quasi. Und wir gehen runter in die Höhle des Löwen. Jetzt fängt er auch noch zu singen an. War das auch ein Läuterungsstab? Ah, perfekt. Das heißt, uns erwarten die ein oder anderen Kreischer. Zwei haben wir ja schon gesehen. Oh, das tut mir leid. Habe ich nicht aufgepasst, dass das rot ist. Ich bin es nur so gewohnt, dass wir hier alles plündern. Hier ist eine Kiste.
die müssen wir noch rüber teleportieren. Machen wir, sobald wir hier fertig gequatscht haben. I must speak with this man. Ah, doch. Please stay close and keep an eye out for assassins in the shadows. Okay, dann ist es doch die Echsenquest. Very good. Now for some answers. Red Prince, at last we meet, or rather, meet with your awareness of my presence. How often I've stood by you, but an arm's length away, a shadow within the shadows. Untouchable. Almost like meeting an old friend. His eyes are black holes in a black-skinned sky. He bows with the deference of a noble among nobles, swinging ever so playfully between sincerity and sarcasm. I suppose I should start with an apology for the attempts on your life. Talk about getting off on the wrong foot, wouldn't you say? Failed attempts, remember? Hardly made me break a sweat, those lackeys of yours. To my astonishment and, I admit, my admiration. You may find this hard to believe, but given different circumstances, I would have been quite content to let you live. Let you play the Emperor from your golden throne in your golden city. Alas, certain events beyond even my control were set in motion. Ripples became waves. I had to act. And so I arranged for you to meet with an unfortunate self-inflicted end. Der Succubus fragt, ob er die Kreatur gegen den Roten Prinz aufgebracht hat. His libido is legendary. How could he resist? And what better way to organize his demise? But of course I didn't know then he was God-woken, stronger than the demon. It's almost a pity we find ourselves on such opposite sides. All because of who you are, and all because of who she is. It was Sadha who set events in motion, Red Prince. If you were the ripple, she was the wave. She's a tidal wave that will take wing, become a murder of dragons, red as the setting sun, that will alight every corner of this world with the terrible splendor of fire. Sagen, dass der Rote Prinz mit ihr das Bett geteilt hat, dass er aber nichts von Drachen erwähnte? Naja, eigentlich schon. Mörderische Drachen fragen, wieso er genau diesen Ausdruck verwendet. To make a point. For it is murder they would commit, and it would be murder that would be committed upon them. The simple truth of the matter is that yes, we lizards were dragons once. The mightiest creatures to rule sky, earth and sea. But such was the jealousy of our power that all other races united against us and brought us to the brink of extinction. No one knows what happened next. Was it wizardry? Was it Zol Stissa who took mercy on us even then? Suddenly we were dragons no more. Lizards instead. And as lizards we flourished and built an empire once more. But the House of Dreams trades in prophecy. They've always known we could be dragons again. For one day a man and a woman will be born, and their skin will be red. And the fruit of their union will be great red dragons. A day that will come to pass. Curse your obstinance. Listen to me. I am the House of Shadows. This is my role. I see the great games in motion. Allow them their flux when they advance for good. Cut them short when they advance for evil. Even if that means doing evil. The renaissance of dragons would spell the end of our race, plain and simple. To that end, I needed you to die, but you proved to be all too worthy an opponent. An opponent I would now see an ally. Ally with me, Red Prince. Find Sadha and kill her. If she births dragons, all other races will unite against us, and this time they will destroy us for good.
We were spared last time. The condition of our continued existence was that we'd never let the dragon roar again. They look each other in the eyes, like two chess players contemplating their next move. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass wir entscheiden müssen, ob quasi die großen roten Drachen wiederkommen oder nicht. Ich wäre jetzt fast dafür, dass die wiederkommen. Ich finde ja die Drachen generell super. Von daher, und wir brauchen ja auch ein Abenteuer für den zweiten, für den dritten Teil von Divinity. Dem roten Prinz ins Ohr flüstern, spielt mit, er könnte wissen, wo Sata ist. Ja, das hört sich mal gut an. Actually, I think I'll call his bluff. Now then, I'm the Red Prince. Your role in this story is over. I am its sole protagonist. Sata may indeed be dangerous. I may decide she must die. I may not. But it will be my decision. You're out of options, Master of Shadows. Tell me where she is. The Shadow Prince stands checkmated, and he knows it. I truly have no choice, have I? Very well. I must put the fate of all lizards in your hands. But beware. Sadha is ultimately dangerous. Not only will she be the mother of dragons, I fear she's fallen in with an old enemy. Them. He points to the fallen black ring. What? If I'm correct and Sadha's heart has been darkened by the ring, you may be able to find her through their scrying magic. There's a thing on this island known as the Sallow Map. He is a master of mirrors. Mirrors like his will read your mind and show you what you desire, if you manage to elude or eliminate him. A word of warning, though. He is like a shred of nightmare ripped from the dream realm, set loose in reality. Do not underestimate this creature. Be careful. And become the savior of all lizards, Red Prince. Become the true emperor of your people. I will be emperor, yes. Of lizards or dragons, that remains to be seen. Ja, da sind wir jetzt offenbar einem Kampf entgangen. Finde ich auch ganz okay. Haben ja schon genug gekämpft hier oben. Das heißt, wir holen uns noch kurz die Kiste hier drüben, schauen dann nochmal ins Logbuch. Oh, Moment, da können wir ja direkt teleportieren. Können wir nicht holen. Dann muss doch wieder der Fein rüber teleportiert werden. Wie oft der schon hier rumgeschmissen wurde. Eine Armbrust, Elfenknüppel und ein Diamant. Armbrust ist doch sicher was für den Ivan. Da haben wir schon lange nicht mehr gewechselt. Minus 1 Bewegung. Vergiftete Säure, Atrophie. 98, 103, 120 maximal haben wir hier auch. Aber hier haben wir noch 3 Finesse dazu. Plus die Rune. Achso, nee, Quatsch, die Rune macht ja Giftschaden. Nee, das ist mir zu wenig. Vor allem das Minusbewegung muss nicht sein. Okay, jetzt können wir quasi hier hochgehen. Das machen wir auch in der nächsten Folge. Schauen wir mal kurz ins Tagebuch. Ja, den bleichen Mann müssen wir auf alle Fälle finden, wo immer der auch ist. Vielleicht hier drüben irgendwo. Mondschrein, Eingang zum Elfentempel, Tempel von Relics. Haben wir... Das hier haben wir noch nicht entdeckt. Tempel von Relic noch nicht. Nein. Also, beim nächsten Mal geht es hier hoch, dann hier rüber. Dann müssen wir zu dem Bereich, da ist nämlich noch irgend so eine Zauberin.
Und dann können wir... Oh Gott, oh Gott, da unten ist ja auch noch ein kompletter Bereich, der hier von Lava durchzogen ist. Dann müssen wir mal hier runter. Das wird ja eine einzige Teleportiererei. Teleportiererei. Dann hier hoch noch. Dann eher hier rüber. Und zum Schluss gehen wir dann zum Elfentempel ganz in den Norden. Das können wir auch löschen hier oben. Das können wir auch löschen. Gut, also wir sind noch nicht fertig, bei weitem noch nicht. Aber das ist ja schon mal ganz gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns die nächsten Tage wieder. Ist mir fast das Wort nicht mehr eingefallen. Ja, macht's gut. Bis dann. Ciao.